Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Green Hell. Wieder eine neue Aufnahmesession. Was bedeutet, dass die ganzen Eingeborenen, die wir das letzte Mal besiegt haben, die werden leider nicht mehr rumliegen. Es sei denn, das wurde gepatcht. Ich gehe allerdings momentan nicht davon aus. Wir werden uns das Ganze allerdings anschauen und ich hoffe, sie sind definitiv auch nicht mehr da. Ich bin ein Fan von dem Gedanken. Moment, wie geht's uns eigentlich? Eigentlich ganz gut. Hydration. Das wollte ich gar nicht. Ich will das Ding eigentlich hier liegen lassen. So, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Tabak hier? Herstellen. Ich habe ja eigentlich schon einen Tabakverband. Wie viele Federn habe ich denn noch? Ich habe genügend Federn. Ich will nochmal ein paar Pfeile machen. Aus Prinzip. Jetzt haben wir nur noch eine Feder, oder? Ah ne, wir haben mehrere Federn. Warum behauptet das Spiel immer, wir hätten 6 Federn, wenn wir in Wahrheit gar nicht 6 haben? Ich muss irgendwo... Seht ihr, was ich meine? Hier wieder diese typische Viererfeder. Feder 4. Das ist Feder Nummer 4. Keine Ahnung. Wie spät haben wir es eigentlich? 16.36 Uhr. Ich nehme mal noch ein bisschen Holz auf. Es wäre auch mal sinnvoll, mal wieder ein Speer zu haben. Fällt mir gerade so auf. Apropos Dinge, die sinnvoll wären. Mir fällt gerade eben ein, wir könnten ja auch mal just for fun diesen Waffenhalter bauen. Einfach nur zum Spaß. Um zu gucken. Ja, wie der so ist, ne? Einfach mal so gucken. Brauchen wir eine ganze Menge lange Stöcke. Aber wir haben jetzt genügend Bäume. Dort wollte ich ja nicht bleiben. Das war mir dann doch ein bisschen zu unsafe. So. Das ist hier schon dran. Die da drüben halten mit Siemens Lufthaken. Um den alten Gag mal wieder zu bringen. Mhm. Ich hätte schon gerne Kokosnuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klappt. Oh je, nee, das ist aber blöd. Das gefällt mir nicht, wenn die darüber fallen. So, brauchen wir noch mal einen. Ja, jetzt hält das Ding auch mal sinnvollerweise. Das hat in die andere Richtung gehauen. Das sah lustig aus. Keine Ausdauer mehr. Wir werden halt auch müde, ne? So. Das ist eines der leichtesten zu bauenden Sachen überhaupt. Und jetzt kann man da wahrscheinlich... Moment, ich nehme jetzt hier mal diesen langen Stock. Herstellen. Machen wir mal einen Obsidian-Speer. Warum nicht? Kann man ja mal brauchen. Wir können ja nochmal aus diesen Knochen was machen. Nochmal so eine Knochenaxt. Wo ich sie gerade so sehe. Ich tu mal die Knochenaxt. Tatsächlich, die kann ich jetzt so hinlegen. Man trapiert es dann einfach so hin. Auch nicht schlecht. Ich hasse es, wenn solche Geräusche kommen, so aus dem Nichts. Ich sammle mal lieber das ganze Holz nochmal ein. Ich werde es früher oder später brauchen. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Essen? Also wir könnten echt was Fettiges gebrauchen. Oh Gott, da ist dieses fucking Menschenfleisch drin. Nein. Das wollte ich nie haben. Essen. Also wir brauchen halt wirklich hauptsächlich Kokosnüsse. Aber diese eine Kokospalme da hinten, die... Okay, es sind zwei. Die zicken rum. Ah, da ist eine. Kokosgrün. So, jetzt wird erstmal getrunken. Und dann wird gesammelt.
Gibt's da noch eine? Natürlich nicht. Schade. Ja, besser ein bisschen was als gar nichts. Apropos, besser ein bisschen was als gar nichts. Dasselbe gilt natürlich jetzt ja auch für Lianen. Die sollten wir auch mitnehmen. Von denen haben wir viel zu wenige. Und ich möchte eigentlich hier nochmal schnell ein Feuerchen gemacht haben. Alleine, um mal diesen tollen Stammesfeuerentzünder mal auszuprobieren. Benutzen. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich hier was Trockenes. Ja, der wird wahrscheinlich mit weniger Ausdauer funktionieren, ne? Sonst hätten wir das wahrscheinlich jetzt gerade eben nicht hingekriegt. Muss man einfach mal so sagen. Ich glaube nicht, dass wir es hinbekommen hätten. Fleisch. Klapperschlangenfleisch. Brutzeln. Brutzeln. Es regnet. Nein. Ey, ganz im Ernst, in dem Augenblick, wo ich es mache. Also manchmal glaube ich echt, dass das Spiel das mit Absicht macht. Fallen lassen. Jetzt kann ich es, glaube ich, wieder nehmen. Ah, das ist ein Trick. Okay. Wir brauchen aber Fett. Essen. Essen. Ja, ein bisschen besser sieht es jetzt aus. Ich habe hier nur 19 Hydration noch drin. Deswegen stelle ich jetzt die Teile hier ein bisschen auf. Und werde nochmal hier einen Schluck trinken. Hier auch nochmal 10 Hydration, hier auch nochmal 10. Das heißt, dann geht es uns jetzt hier gut. Und ich möchte das hier noch nehmen. 22. 23. 27. Die da drüben scheinen irgendwie mehr aufzunehmen. Was? 21? Das habe ich versehentlich falsch rum gemacht gehabt. 38. Und voll. Ja, das ist natürlich doof. Aber das finde ich cool jetzt hier. Diesen Waffenständer. Und mich verarschen und jetzt hört es wieder auf. So ein kurzer Schauer. Ich sehe halt immer noch Regen. Nee, es regnet immer noch. Wir speichern mal. Wie immer nehmen wir erstmal noch einen anderen Speicherstand, und zwar den da. Und schlafen jetzt einfach mal. Es ist eh Nacht. Bloß, dass mich jetzt nicht irgendwas ein. Hey, ganz im Ernst, es wird immer früher, wenn wir aufstehen. Immer früher. Ich habe einen Wurm. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe jetzt schon einen Wurm. Instant einen Wurm. Und jetzt habe ich keinen Knochen. Oder was? Ja, jetzt habe ich keinen Knochen. Ich wirklich keinen Knochen. Warum habe ich jetzt einen Wurm? Dinge, die ich am liebsten persönlich nehmen wollen würde. Na gut, wir probieren es nochmal hier. Wahrscheinlich geht sowieso sofort wieder das, keine Ahnung, das Feuer aus. Weil in dem Augenblick, wo Rauch aufsteigt, geht nämlich hier der Feuermelder an. So. Klapperschlangenfleisch. Druff. Wer schad drum? Wie geht's uns eigentlich? Ja, wir könnten noch mal was vertragen. Zieh mal hier lieber das da raus und tu's da hin. Ach komm, wir essen's einfach. Scheiß drauf. Ich muss jetzt dringend irgendwelche Knochen finden, um daraus eine Knochennadel herzustellen. Ah, nee, jetzt ein Feuer. Das haben sie deutlich erhöht. Der Buff ist stärker geworden. Immer noch 3 Tage. Interessant. Ich dachte eigentlich, das wird schon deutlich länger, aber also, dass da schon deutlich mehr Zeit vergangen wäre, aber vielleicht irre ich mich auch.
Es regnet wieder. Und zwar nicht zu knapp. Ja, war so klar. Also ohne Witz, ohne irgendeinen Unterstand ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ist klar, dass da eine Schlange ist. Erwischt. Wir nehmen sie trotzdem einfach mit. Einfach nur, um den Zweifelsfall hier einfach das Looten zu leveln. Ah, nochmal ein Pilz und eine Suppe. Bin es inzwischen mal ein bisschen mutiger. Wir brauchen trotzdem Knochen. Oder Fischgedöns. Und ich hoffe, dass die Leichen noch rumliegen und auch noch nicht respawned sind. Also die Typen, ne? Dann hätten wir Spaß, ansonsten nicht so sehr. Hier, guck mal. Ja! Sammeln. Knochennadel. Her damit. Diesen scheiß Wurm hier. Ein Molinaria drauf. So. So gehört sich das. Jetzt schleichen wir mal rum. Ein Wasserschwein. Nee, ist klar. Jetzt bemerkst du das Vieh, wo ich gerade eben durchlade. Wenn ihr so wollt. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt einfach mal hier quasi diesen Flusslauf folgen. Denn eigentlich würde ich auch gerne wieder zurück. So ein bisschen die. Okay, da oben will ich jetzt eh nicht mehr hin. Nachdem ich die Begeisterung der Typen da oben schon. Was? Alter Falter, ich dachte, die wären da oben. Ja, so viel dazu. Geräusche, die die machen, sind aber schon unheimlich, ne? Kann es sein, dass ich jetzt denen eventuell den Krieg erklärt habe, indem ich da ihre Basis angegriffen habe? Ich meine, es würde Sinn machen. Aber die Geräusche, die die machen, habe ich noch nie gehört. Habe ich jetzt etwa schon wieder irgendwie einen Scheiß? Ja, seit neuestem kommen die jetzt wirklich im Paarweise, die blöden Egel, ne? Alleine kommen die nicht mehr vor. Konzentration. Ach komm, das nehmen wir mit. Uns fehlen nämlich Lianen. Warum schreit das wieder rum? Das schreit so, als würde es sterben. Das fehlt noch so ein bisschen, ne? Dass auch die Fauna hier so ein bisschen sich gegenseitig angreift. Zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen, dass es passiert. Können wir da hochschleichen? Ich finde das so geil hier. Mit dem Bogen hier quasi auf dieser Anhöhe dann zu sein. Beziehungsweise auf diesem Holzklotz. Hat schon was. Kommt man sich schon wirklich wie so der Jungleman vor. Ach Gott. Also das Soundsample müssen sie echt noch ändern. So klingt schlicht und ergreifend kein Wespennest. Und auch kein Bienennest. Das klingt nach einer einzelnen fetten Stubenfliege. Ich höre einen Wasserfall. Eine Feder.
Donk gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich will gar nicht wissen. Oder will ich es wissen? Also hier scheinen wir momentan gerade eben recht safe zu stehen. Lasst uns noch mal ganz, ganz kurz noch was craften. Ich will diese Federn endlich loswerden. Nicht, weil ich was... ach, come on. Nicht, weil ich was gegen sie habe, sondern ich möchte einfach so viele Pfeile wie möglich haben. So. Uns geht auch so langsam aber sicher Kohlenhydrate aus. Ja, es ist halt nach wie vor immer noch die Fette, die so ein bisschen das Problem sind. Oh! Ach, du ahnst es nicht. Lol. Sag mal! Meine Fresse, kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe keine Ahnung, wo diese Pfeile gerade eben hin sind. Die sind meilenweit daneben gegangen. Der Quatsch. Muss ja irgendwo ein Nest sein, wenn ich das höre, oder? Als ob es direkt über mir wäre. Aber ich sehe es nicht. Also interessiert es mich auch nicht. Direkt vor mir irgendwo. Irgendwo rechts von mir. Hm. Da vorne jetzt nochmal ein paar Früchte. Mir kommt das hier irgendwie vage bekannt vor. Unsere Probleme sind gelöst. Sobald wir hier unsere Kokosnussplantage finden. Ich nenne sie jetzt einfach mal Kokosnussplantage, weil sie kommt nahe ran. Aber das Problem ist, es ist ein Dschungel, ne? Das kann auch alles gleich aus. Also es sieht auch alles sehr ähnlich aus. Aber ich meine, diese Straße zu kennen. Das war doch hier der Ort, wo wir den Jaguar gekillt haben, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Das für blaue Pilze. Die kenne ich noch gar nicht. Was sind das? Nimm mal ein paar mit. Würdest du sie mal bitte anvisieren? Dankeschön. Und jetzt shifts wieder wie nicht mehr gescheit. Also ich schleiche übrigens absichtlich, ne? Ich möchte nicht von irgendetwas entdeckt werden. Aber ganz im Ernst, jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand würde in einer solchen feindseligen Welt die meiste Zeit schleichen. Links ist ein Wildschwein. Da vorne scheint irgendetwas zu kommen, was vielleicht auch von Interesse ist. Rechts sind nochmal ein paar... Oh, ein Ameisenhaufen ist da auch. Das Wildschwein wird interessanterweise nicht von ihnen angegriffen. Jetzt gehe ich mal wieder normal. Es sieht sicher aus. Bin ich hier? In Arahausen, so wie es aussieht. Boah, Ara, erschreckt mich nicht so. Ja, die Viecher sind wirklich so erschreckend. Komm mal aus dem Nichts machen. Aha! Mir kommt irgendwie dieser Baumstamm da vorne vage bekannt vor, der da so über dem Weg liegt, aber das muss ja nichts heißen. Also wir können auch argumentieren, dass wir eventuell komplett die Orientierung verloren haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Dass das zumindest nahe an der Wahrheit ist. Ist ja geil, wo wir jetzt hinkommen.
Vorne ist eine Wildsau. Die Wege müssen ja irgendwo hinführen. Sind wir mal ehrlich. Ich erwarte, dass diese Wege irgendwas miteinander verbindet. Die Frage ist noch was. Schleich, schleich. Ah, die Stelle kennen wir. Und jetzt sind wir wieder in Bamboo City. Zumindest meine ich, dass ich diese Stelle kenne. Naja, das führt hier zum Drogenlabor. Meine ich. Bin mir nicht sicher, was da angebaut wird, aber ich meine, es dürfte wahrscheinlich Coca-Blätter sein, Coca-Sträucher. Also wahrscheinlich Kokain. Das ist eine Molineria. Ich sollte die definitiv mitnehmen. Komm schon. So. Wir gehen weiter. Warum sehe ich nichts? Ah, da vorne ist es. Okay, wir sind da. Das Problem ist bloß, ich habe trotzdem keine Orientierung. Und ja, ich muss leider zugeben... Willst du mich verarschen? Da hinten schleicht was rum. Es ist ein Wildschwein. Okay, alles gut. Topf. Wir haben ernsthaft einen Topf. Leguanfleisch, verdorben. Können wir sammeln. Gibt es nochmal eine Larve? Oder Maden, Entschuldigung. Hier gibt es ja Maden. Piranha-Fleisch verdorben. Sammeln. Mehr Maden. Chips. Was mache ich mit dem Kochlöffel? Was mache ich mit dem Kochlöffel? Fällt durch. Schick. Was mache ich mit dem Kochtopf? Wahrscheinlich brauche ich ein Feuer. Lass uns mal ein Feuer hier drunter machen. Vielleicht taugt das ja was. Nein. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Tee halten. Habe ich noch nie gemacht. Gerade das erste Mal gewesen. So, Feuerchen. Schön ins Zentrum setzen. Keine Ahnung. Jetzt kann ich eine Kohle nehmen. Okay, das funktioniert jetzt. Kann ich jetzt diesen Topf dahin tun eigentlich? Kann ich. Cool. Jetzt muss ich es aber trotzdem erstmal noch anzünden. Und bei unserem Glück wird das easy sein. Hungry. Naja, ich weiß, dass wir hungrig sind. Brauchen was Fettiges wie Nüsse. Und wir können trotzdem jetzt hier mal Wasser reinkippen. 30! Komm, jetzt machen wir hier Klapperschlangenfleisch rein. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ich kann nur dieses Fleisch da rein tun. Was sind das hier für Pilze? Ich kann das tatsächlich hier nicht rein tun. Trinken. 15 Protein, 30 Hydration. Oh, schick. Sehr schick. Problem ist bloß, hilft uns nicht weiter. Herstellen. Zack. Herstellen. Moment, ich bin ja doof. Ich verbrauche ja gerade eben... ist vergammelt gerade eben hier beim Zuschauen. Nein, was soll denn der Scheiß? Es vergammelt hier beim... Ach, Manno. Das Fleisch soll dahin. Und das Fleisch dahin. Und das soll dahin.
dass ich diesen blöden Kochlöffel da mitnehmen kann. Ich habe keine Ahnung, für was der gut ist. Ich kriege ihn auch nicht rein, ne? Völlig ausgeschlossen. Das Ding ist viel zu groß. Ich weiß auch gar nicht, mit was das jetzt hier gerade eben jetzt hier sich Konkurrenz macht. Platztechnisch. Jetzt regnet es wieder, war ja klar. Jetzt habe ich ihn dabei. Die Pfeile sind im Weg. Und hier kriege ich sie wieder nicht hin. Interessant. Ich realisiere, dass das Zeug hier gar nicht... Das ist ja mal interessant. Dieses löchrige Teil sorgt dafür, dass das Feuer weiter brennt. Das ist faszinierend. Das ist sogar mehr als faszinierend. Komm, essen. Da sind auch immerhin ein paar Fette mit dabei, die wir jetzt dringend brauchen. Ich krieg das halt ja nicht rein, ne? Da. Sehr gut. Und jetzt gucken wir uns mal um. Da schwebt ein Stein, der hat sich auf diesen Stuhl gesetzt. Ach nee, das ist Ekelfleisch. Hallo? Dich will ich... Ach, scheiß Fleisch, ey. Weg mit. So, das ist jetzt hier. Zack. Jetzt gucken wir uns mal um. Wir waren ja noch offiziell noch nie hier mit diesem Leben. Also, wie gesagt, ich bin jetzt kein Fachmann für Drogen, aber ich würde mal behaupten, das sind Coca-Sträucher, Coca-Blätter. Die versuchen halt jetzt hier echt Kokain wahrscheinlich zu machen oder haben es versucht. Ja, schreit schon so ein bisschen danach. Schmerzmittel. Schade, dass man die Mikrowelle nicht verwenden kann, ne? Boah, das Summen würde mich wahnsinnig machen, wenn ich hier wohnen würde. Snack! Was ist das? Das Knochenmesser! Die Lampe würde ich halt gerne benutzen können. Oh, da ist ja nochmal Chips. Dose? Nochmal eine Dose, an die erinnere ich mich. Hier ist leider nichts. Ich dachte, das wäre auch noch was hier. Nö, ist es nicht. Hier noch was? Ja gut, es war ja schon einiges, ne? Aber vieles... ich habe mich gerade erschreckt. Bei mir ist gerade eben eine meiner beiden Lampen im Zimmer einfach ausgegangen. Die ist wohl kaputt. Die ist durchgebrannt. Solche Dinge sind immer sehr, sehr ungeil. Wenn sie unvorhergesehen kommen. Aber auch grundsätzlich ungeil. Sag mal, Chips. Fett und Kohlenhydrate. 15, 27, 22. Snack. Essen. Ich brauche Fett, verdammte Axt. Also, ich brauche keine Kohlenhydrate. Ich brauche Fett. Wobei Kohlenhydrate gehen eigentlich auch noch völlig in Ordnung. Aber ich muss das jetzt tatsächlich leider essen. Weil mein Fetthaushalt es verlangt. Okay, wir haben auch schon wieder zu wenig Wasser, wie ich gerade eben realisiere. Noch die Dose hier, noch eine andere Dose. Was bringt das? Das ist 10 Gramm Fett, das wissen wir nicht. Was das bringt, wissen wir auch nicht. Eigentlich will ich hier gar nicht weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es halt hier schon ziemlich cool ist. Warte mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Grad. Also ich muss eigentlich hauptsächlich nach Süden, würde ich mal behaupten. Jetzt ist irgendwie... Wir können ja nochmal ganz kurz zum Abschluss der Folge nochmal gucken, was wir jetzt hier gelernt haben, ne?
Wir haben jetzt nochmal irgendwas gelernt. Dieses komische Knochenmesser. Knochen und Seil. Cool, für was auch immer das gut ist. Also wir haben einige Dinge jetzt gelernt. Nochmal irgendwas anderes gelernt? Ne, hier nichts. Wasserfilter haben wir auch noch nicht weiteres gelernt. Also überall, wo wir hinkommen, lernen wir was dazu. Mhm. Ja, Speerfischen habe ich auch noch nie gemacht. Wurm. Ja, das haben wir auch schon gelernt auf die harte Tour. Unbekannter Pilz, wir wissen es nicht. Ich würde es gerne testen, aber dafür müssen wir speichern können. Kann ich so ein Teil hier bauen eigentlich? Das ist die wichtigste Frage. Kann ich hier einen Hüttenunterstand bauen? Wie immer geht's nicht auf solchen Teilen. Man muss es immer vor der Tür machen. So, was brauchen wir denn? Stock. Ich habe die Stöcke alle schon verbraucht. Halleluja. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüssi und ade.